Hallo ihr Stickverliebten, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Stitchy Mama. Hier geht es ausschließlich um das Thema Kreuzstich und heute mein zweiter Teil für den Monat Mai. Welche Projekte habe ich bearbeitet, welche Neustarts, welche Pläne und so weiter. Also wer mein vorheriges Video noch nicht gesehen hat, hüpft drüber. Das heißt Stitchmania und Mira May, das ist der erste Teil vom Mai und heute der zweite Teil, also die restlichen Projekte und Neustarts, die ich habe. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video, los geht's! Bevor wir jetzt hier richtig loslegen, nochmal die Information zu den nächsten Sticktreffen. Und zwar in Stuttgart bei der Firma Zweigard haben wir ein Treffen vom 26. bis 28. Juli von der Rebecca organisiert, also da werde ich auch dabei sein. Und die liebe Anna hat bei der Firma Käse in Essen auch ein Treffen organisiert am 24. und 25. August. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon. Für diese beiden Treffen findet ihr in meiner Infobox den Link zur Anmeldung. Da stehen auch noch mal genauere Informationen drin. Und dann noch von der Dawn organisiert das Treffen Stitch Basel Light vom 20. bis 22. September. So, das war die Zusammenfassung der ganzen Sticktreffen für euch. Und an dem Punkt möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen an die Organisatoren und auch die Räume, die uns teilweise kostenlos zur Verfügung gestellt werden von Zweigard oder auch Handarbeiten Käse. Also da geht jetzt ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch raus, denn ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Heute habe ich ein Finish für euch und zwar ist das die Christmas Fairy von Nora Corbett. Das ist ja eine ganze Serie, die möchte ich auch alle noch sticken und hier ist das Finish. Das ist gestickt auf 32 Count Naturleinen von Zweigard. Das war alles jetzt im Kit enthalten. Das hatte ich eben noch. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, die Kits. Mittlerweile nur noch die Anleitungen. Und alles wie vorgegeben. Zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Und hier die Besonderheit ist eben, dass Farbverlaufsgarn mit dabei ist von Classic Colorworks. Und das seht ihr schon hier, die ganzen Farbverläufe. Und da muss man Kreuzchen für Kreuzchen sticken. Den Hautton habe ich ausgetauscht zu DMC, weil das Farbverlaufsgarn, das hat so einen rosa Touch mit drin. Also das tausche ich bei allen zu DMC aus. Jetzt habe ich die Nummer da. Ich meine, die 712 verwende ich hier, wenn es interessiert. Und gestattet habe ich die bei Christmas in July am 9. Juli letzten Jahres. Das müssen wir heute auch noch besprechen, Christmas in July, meine Pläne. So, und da habe ich jetzt eben nur noch Perlen setzen müssen, das habe ich gemacht. Und hier habe ich meine Angaben, also meine Anfangsbuchstaben und das Jahr, wo ich es gefinisht habe. Das mache ich immer so Ton in Ton mit dem Leinen. Das sind nur zwei Perlen drin, eben diese silbernen und weiße. Und ich habe die alle im Halbkreuz angestickt. Da stand jetzt nichts in der Anleitung, also alle im Halbstich angestickt. Dann vielleicht mal so, seht ihr so die Perlen. Und ich sticke ja die Perlen immer mit dem unsichtbaren Faden an. Ich habe da auch einmal ein Video drüber gemacht, wenn es interessiert, mein ganzes Equipment. Und das sieht man halt auf der Rückseite nicht. Das ist nämlich hier wichtig, denn man zieht da schon ziemlich und hier ja auch. Und es ist ja oft bei den Mirabilias auch, dass die Perlen außerhalb von Sachen sitzen und vielleicht zeige ich euch mal die Rückseite, aber ihr seht eben hier,
diesen Faden nicht, ne? Ich habe den hier gezogen. Da seht ihr vielleicht ein bisschen hier. Aber den sieht man von vorn eben nicht mehr durchscheinen, weil er ja unsichtbar ist. Und das ist das Gute. Also kann ich nur empfehlen, wer Mirabilias oder Bella Filipinas stickt, das wirklich mit diesem unsichtbaren Faden zu machen. Man hat es einfacher. Also gut, der Faden ist nicht zu einfach, aber ich sag mal, die ist ja wirklich überschaubar. Auch fürs Perlensticken, da habe ich jetzt einen Tag benötigt. Das sind ja nicht viele Perlen und das hat man eigentlich ziemlich zügig gesetzt. Also kommt richtig gut drüber hier, wenn dann das Licht drauf fällt. Also das glitzert, ne? Hier seht ihr, wenn das Licht so einfällt. Schön, ne? Da habe ich ja die New Year's Fairy fertig. Und ich habe jetzt gekittet, die Easter Fairy heißt die, glaube ich. Ich blende sie ein. Die werde ich wahrscheinlich dieses Jahr als Neujahrsstart machen. Also wer Lust hat mitzumachen, habt ihr noch ein bisschen Zeit, das alles zu besorgen. Das ist ja, wie gesagt, alles so Farbverlaufsgarn. Und die werde ich wahrscheinlich dann sozusagen als Neujahrsstart hernehmen. Die kann man auch gut so in einem Jahr fertigstellen, weil es wirklich überschaubar ist vom Stickaufwand und auch eben von den Perlen. Ja, richtig nett. Also die kann ich jetzt Weihnachten dann auf jeden Fall hinstellen. Es war so süß, mein Mann hat erst gesagt, ja, willst du denn mal ein paar Sachen einrahmen? Ja, beim Aufhängen muss ich dir dann wahrscheinlich helfen. Sag ich, ja, kann ich schon ein paar einrahmen, wobei ich ja nicht gern einrahme. Wie gesagt, jetzt muss ich mal schauen, da hat mich auch jemand gefragt, wo ich die Rahmen her habe. Also ich muss jetzt erstmal schauen, ob die überhaupt passen. So normale Rahmen, die es überall gibt, also Teddy, Kick, was weiß ich, Ikea, ich glaube, der ist von der Ikea da, den man da so schön hinstellen kann, muss ich jetzt erstmal gucken. Oder auch so eben alte Rahmen, habe ich ja auch ein paar im Bestand. Es ist halt immer die Frage von der Größe, die müssten halt passen. Also was ich nicht unbedingt mache, sind so Passepartouts rum. Also ich würde das gerne direkt eben so einrahmen. Ich habe schon überlegt, einen runden Rahmen. Und das ist eben immer das die Überlegung, wie rahme ich es ein. Weil wenn ich mache das auf ein Cardboard und so weiter. Jetzt halte ich vielleicht nur ein bisschen rein, bis ich jetzt fertig bin mit Reden. Ich gebe ja die mal auf ein Cardboard und lace die auf jeden Fall. Und wenn man das mal gemacht hat, dann muss man schon wissen, in welchen Rahmen, weil man muss ja den Pass, also diesen Karton, wo man sie drauf gibt, in der Größe ausschneiden. Und deswegen habe ich noch nichts gemacht. Aber ich habe euch ja gesagt, der Juni wird mein Finishing-Monat. Also da möchte ich eigentlich einiges mal so, also endgültig fertigstellen. Mal schauen, ob das so klappt, weil das ist überhaupt nicht so mein Ding. Ja. Also sie weiß ich jetzt nicht, ob jetzt schon dabei ist. Mal gucken. So, Finish. Yippie. Ich habe noch mal eines, aber das kommt jetzt in meinem anderen Stapel. Das ist auch bloß ein kleines Finish. So, weiter machen wir. Ich hatte ja im letzten Video schon gezeigt, dass ich jedes Monat im Mai mit einem Projekt belegen möchte. Also der Mai ist noch nicht voll belegt. Ich möchte ja die nächsten Jahre auch noch ein bisschen was machen und ich habe immer so große Projekte. Ich blende euch auch immer wieder das Ganze ein und dann seht ihr, ich habe noch ein paar Starts gehabt, wo ich Tage belegt habe und das starten wir jetzt einfach mal. So, das letzte, was ihr noch gesehen habt, war, ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe ja gestartet und zwar, jetzt muss ich das bloß mal hier hängen und das weg. Mit der Andrea vom Kanal Zenobi und der Sani. Übrigens, die Sani, die bestellt ja auch immer Rahmen online. Ich meine, die hat es auch in ihren letzten Videos verlinkt. Da kann man, meine ich, sogar die Größe, die Größe, die man möchte, direkt bestellen und dann wird der für einen produziert. Ist halt ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall auch eine Alternative. Und wenn ihr bei ihr schaut, sie hat ja tolle Rahmen. Also und ich werde es wahrscheinlich ja auch alles ohne Glasrahmen höchstwahrscheinlich. Ja, also nochmal zur Stargaze mit der Sunny und der Andrea gestartet.
weit bin ich jetzt noch nicht gekommen. Also ich habe wieder in der Mitte gestartet und habe mich direkt gleich hier hochgearbeitet. Also es ist ein nicht ganz so großes Design, finde ich, weil man wirklich gleich hier den Oberkörper gestickt hat, aber natürlich das Kleid dann. Und so, Infos. Gestartet auf 32 Count, Belfast Leinen von Picture This Plus, das ist die Farbe Mirage. Weil normalerweise wird sie auf einen helleren Stoff gestickt. Und das Schöne ist, dass die anderen beiden auch andere Stoffe gewählt haben. Ich meine, die Andrea hat einen helleren Stoff und die Sani hat die... Kann ich jetzt gar nicht mal sagen, mein Gott. Sie hat es mir noch geschrieben, aber sie zeigt es bestimmt auch in ihrem Video. Und das finde ich ganz spannend. Also alles wie vorgegeben, ansonsten zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Das ist ja eher ein älteres Design. Und lässt sich wirklich schön zügig. Also ich habe mich selber gewundert, wie schnell ich das oben dann doch fertig hatte. Konnte aber natürlich an jedem Design nicht allzu lange sticken, weil natürlich Mira May oder Stitch Mania manche machen ja jeden Tag einen Start. Oder, also das ist ja ganz flexibel. Das habe ich jetzt nicht geschafft, aber ich habe schon viele Sachen gestartet trotzdem. Genau, und das liegt jetzt auf dem 13. Mai, dieses Projekt. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Das MD88 Stargazer von Mirabilia. So, müssen wir ein bisschen wegräumen. Sonst wird es nichts mehr. Also ich bin so froh, dass ich diese Täschchen habe mittlerweile. Die sind sehr platzsparend und man muss es wirklich ein bisschen alles zusammen machen, weil sonst ist der Wahnsinn. So, mein nächstes war, das liegt jetzt auf dem 14. Mai, also gleich einen Tag später. Und das gefällt mir richtig gut. Der Stoff ist toll für das Design. Und zwar ist das die Edwardian Lady von John Elliott. Das klappen wir mal hier ein bisschen rein. Und da habe ich auch einen anderen Stoff genommen. Und zwar ist das auch Picture This Plus 32 Count Bramble. Also Bramble. Wie vorgegeben, zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Das ist auch alles DMC. Und ist das nicht toll, also das ist so richtiges Frühlingsdesign wieder. Habe ich mich auch von der Mitte ein bisschen hochgearbeitet. Natürlich auch wieder nur einen Tag oder zwei Tage dran gestickt. Da schafft man einfach nicht viel. Aber der Stoff ist toll. Und die Dawn meinte, dass diese, also die weiß ja alles, die Dawn, dass diese Designerin, die John Elliott, eigentlich eine gute Freundin zu Nora Corbett ist. Wusste ich auch nicht. Also Dawn, danke für die Info. Und die hat ja auch tolle Sachen, die John Elliott. Also da könnte ich ja auch wieder 10 Sachen starten direkt. Aber jetzt mal das hier. Man soll es ja auch mal irgendwann fertig bringen. Also ich habe jetzt schon viele große Designs. Da ich ja dieses Jahr eben meinen 50. Geburtstag zelebriert habe mit 50 Starts. Also 50 bin ich schon, aber die 50 Starts habe ich noch nicht ganz. Wartet mal, ich habe mir es aufgeschrieben, 32 Starts. Also es schaut gut aus. Schaut gut aus, dass ich die 50 schaffe. Sorry, wenn es immer ein bisschen knistert, aber oh, das mag jetzt nicht so rein, das Teil. Muss aber. So. Also da bin ich ganz gut im Zeitrahmen und für Christmas in July habe ich auch wieder ein paar Starts. Auf dem 15. Mai sitzt mein Monatsdesign Little Dove hier. Das ziehe ich ja, glaube ich, schon seit 2021 mit und habe mir jetzt vorgenommen, das so nach und nach fertigzustellen. Und ich habe immer, glaube ich, noch 4 Monate. Es nimmt irgendwie kein Ende. Ich muss da so über die Doreen lachen. Oder schmunzeln, die hat auch einen Kanal, Kreuzstich Doreen, die auch so diese Monate, da gibt es glaube ich ein Freebie, gestickt hat. Und also es ist wirklich so, dass sich das
ewig. Irgendwann verliert man die Lust dann irgendwie. Es ist zwar mal kleines Design, aber ich zeige es euch mal. Die Doreen habe ich auch mal in Berlin kennengelernt. Ja, und es ist auch, da hat sie auch ganz tolle Monatsdesigns. Aber ich kann, ist, das ist von, ich sage es immer falsch, ich glaube Snowflower Diaries. Snowflower Diaries. Müsste man auf ihren Kanal. Das sticke ich auf 16 Count Aida Mittelblau. Das hatte ich noch übrig und das ist für das eigentlich ganz gut verwendet. Das Blau gefällt mir richtig gut. Das gibt es leider nicht in Murano oder Leinen. Also habe ich es jetzt so noch nicht gesehen, diesen Blauton. Wie gesagt, die Bordüre stecke ich immer mit einem Faden und den Rest mit zwei Fäden. Also alles wie vorgegeben von DMC über einen Gewebefaden. Ein bisschen Struggle hatte ich wieder hier mit diesen French, also französischen Knoten. Das sind nicht meine Freunde. Also es ist, ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt ganz zufrieden damit. Ja, dann müssen wir noch den Rest machen. Und wie gesagt, irgendwie verliere ich jetzt schon wieder ein bisschen die Lust an dem. Ich habe aber jetzt doch einige gestickt dieses Jahr. Aber irgendwie jetzt ist die Luft raus. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal wieder ein, zwei Monate Pause. Weil, wie gesagt, also wer schon Monate gestickt hat, Doreen, ne? Du verstehst mich. Es ist jetzt irgendwie, ja. Also im Moment bin ich da dran. Ich möchte den Mai eigentlich noch fertig machen. Ja, mal sehen, ob ich das so durchziehe. Also ihr habt schon gemerkt. Und natürlich habe ich jetzt wahnsinnig viele neue Projekte, die ich voranbringen möchte. Also es könnte sein, dass das ein bisschen wieder in Vergessenheit gerät. Mal schauen. Wie gesagt, aber ich bin jetzt schon ziemlich weit. Also 4, 5 Monate habe ich noch, oder? Juni, Juli, August. 4 Monate, glaube ich, habe ich noch. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall mal auf dem 15. Dann waren wieder ein paar Tage Pause und dann kam der 19. Mai. Vielleicht blende ich auch immer wieder diesen Übersichtskalender ein. Da habe ich gestartet, das habe ich ja auch schon länger, von Rosewood Manor, diese ganzen Jahreszeiten Quaker. Und da habe ich mich mit dem Sommer auseinandergesetzt diesmal, also am 19. Mai. Und hier ist er, der Start. Und ich stick das eben immer auf 40 Count mit einem Faden über zwei Gewebefäden. Und irgendwie sieht man jetzt die Farbe nicht so schön. Ist heute richtig duster. Warte mal. Aber das wird nicht besser wahrscheinlich, ne? Also auf jeden Fall ist es von XU Design ein Stoff, Frozen Leaves. Und da habe ich ein Riesenstück und bisher war irgendwie nichts Passendes, aber ich finde für diesen Sommerquaker, also Sommerquaker, das richtig toll. Und da gibt es ja diese Fäden von Valdani. So, und ich beschrifte mir die immer, dass ich weiß, wo welche ist, weil das sind so Knäuel und die gehen leicht auseinander. Also das ist, die kommen so in einem Pack. Und da ziehe ich mir mal einen raus. Das ist ein bisschen ghosty hier, das, aber ich glaube, das ist auch im Design ghosty. Ach ja, und das sind Algerian Eyelets, meine ich. Sage ich das jetzt richtig? Ja, Algerian Eyelets. Also auf Deutsch, meine ich, heißt es algerischer Lochstich. Und schau mal, also das gefällt mir richtig gut. Die machen ja voll Spaß. Aber es ist immer ein bisschen Zählarbeit. Und man muss auch schauen, man bildet ja in der Mitte so ein Loch, dass man eben vom Weg her gut geht mit den Algerian Eyelets, also mit diesem Lochstich. Das sieht man natürlich jetzt irgendwie. Aber das sieht toll aus. Wow. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, weil die sticken das ja normalerweise auf 28 Count, dreifädig. Also, weil diese Valdani kommen ja schon dreifädig. Also, da zieht man das einfach, also man nimmt keinen Faden raus. Ich habe das jetzt eben verändert und von den drei Fäden ziehe ich immer einen raus mit Farbverlauf, also Kreuzchen für Kreuzchen gestickt. Und die sticken da auch diesen Lochstich auf 28 Count mit einem Faden. Jetzt hatte ich schon Sorge, dass das ein bisschen tricky hier wird auf meinem 40 Count Stoff. Nee, also wunderbar. Wunderbar, ihr seht, und die Farben, ein Traum.
Mir das irgendwie. Ja. Vielleicht mache ich mal auf, dass man das dann besser sieht nochmal. Ich habe mir den Stoff auch schon entsprechend zugeschnitten und möchte die alle auf 40 Count ersticken. Ja, ist heute irgendwie vom Wetter her, ist richtig trostlos das Wetter. Aber wie gesagt, tolles Stickwetter. Also, weil was will man bei Regen draußen? Ja. So. Also der Farbton kommt nicht schön rüber, aber richtig, richtig schön so Mint. Mint. Da kommen diese Rosatöne richtig schön raus. Also der sitzt auf jeden Fall auf dem 19. Mai. Und da habe ich ja, meine ich, den Herbst und den Sommer jetzt gestartet. Es fehlt noch der Winter und der Frühling. Habe ich auch alles da. Mal schauen, wann ich das mache. Aber das, wie gesagt, sind ja auch riesige Designs. So. Die Zettel wären auch nicht schlecht, wenn ich die wieder weggeben würde. Ja. Der hat 170 mal 270 Stiche. Also wir sind immer noch bei Stitchmania. Warte mal, wir waren jetzt beim 19. Dann am 23. Mai sitzt das nächste Projekt. Und zwar von Owl Forest Embroidery, das neue Stitch Along. Und das passt so toll zu meinen 100 Eulen. Also das ist ein kostenloses Stitch Along. Und diese 100 Eulen habe ich ja schon fertig und ich, das würde richtig gut nebeneinander aussehen, finde ich. Und da habe ich mir, also ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es mache oder nicht, den Stoff dort bestellt. Das ist ja ein bedruckter. Und da habe ich gleich geguckt, dass ich, bevor er ausverkauft ist, und auch die Fäden habe ich dort besorgt. Und schaut mal, wie toll das ist. Das ist ein 30-Count-Stoff, das ist ja alles drauf bedruckt. Und dann stickt man hier, also da ist auch ein Kreuzchen, wo man startet in der Mitte, dass man auch eben genau das so reinsetzt, dass es passt. Und das ist schon der erste, zweite Teil. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel sticken. Ich habe gedacht, okay, hier, dann lege ich es wieder weg. Aber das hat mir so Spaß gemacht mit diesem Farbverlaufsgarn. Und auf diesem Stoff, das ist ja 30 Count, stickt sich wirklich wunderbar. Mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Und wie toll ist dieses Design wieder. Mit, also, und auch die Fäden mit Farbverlauf, so schön. Man stickt ja dann Kreuzchen für Kreuzchen, aber gut, man gewöhnt sich dran. Hier ist jetzt kein Rückstich auch dabei. Also dieses Jahr ist sowieso das Jahr der Pilze irgendwie. Also diese ganzen Stitch-Alongs und was so gibt, alles Pilze. Dieses Buch, was ich mache. Übrigens, dieses Buch, da muss ich der Martina ein Danke sagen. Ich zeige es euch nächstes Mal, weil die hat es alles auf Deutsch geschrieben. Also sie hat auch einen Instagram-Kanal, ich verlinke sie mal unten. Und sie schickt mir ihre Übersetzung. Also das finde ich ganz lieb von ihr. Da muss ich mich selber nicht da reinfuchsen. Und wie gesagt, also das ist toll. Und das Design Ende dieses Jahr meine ich auch früher, weil fürs nächste Jahr das kostenlose Stitch-Along, das geht übers ganze Jahr. Da wird wahrscheinlich für jedes Monat irgendwas kommen. Da bin ich auch gespannt, was das wird. Wie gesagt, aber dieses Jahr, ich habe es nicht bereut. Wunderschön. Ich bin immer wieder begeistert. Und es kostenlos. Ach ja, da hat mich auch jemand gefragt, man kann dort wieder bestellen. Also ich habe per PayPal bestellt, war kein Problem. Und ich meine, es hat so 4 Wochen gedauert, bis es im Briefkasten lag. Also war kein Problem. Also das Licht gefällt mir heute gar nicht, aber... Und ist die nicht niedlich? Toll, ne? Bin da ganz begeistert. Ja, mal schauen, wie ich überhaupt bei den Stitch-Alongs dieses Jahr dranbleibe. Weil ich natürlich... Also ich zeige euch nochmal, ich habe jetzt schon ein paar Fäden aufgelöst. Aber die kommen ja immer so schön verpackt hier. Ne? Und da bestelle ich ja immer die Fäden von Kirov. Und das seht ihr hier an der Nummer.
Also wenn hier vorne eine 2 ist, dann sind es die Kirov-Fäden und ich meine, bei einer 3 ist es DMC. Und das ist dann die Farbnummer, die 302. Ja, also weiß. Wie gesagt, weiß hat, meine ich, keinen Farbverlauf. Da mache ich dann einfach einen Loop statt und da kann man dann ein bisschen wieder so normal sticken. Und bei den anderen ist es halt mit Farbverlauf Kreuzchen für Kreuzchen. So. Liebt diese Fäden. Also das ist Wahnsinn. Und ich meine, dass die jetzt auch ein bisschen anders sind von der, also Qualität, also vom Sticken, vom Anfassen her auch. Also ich habe das Gefühl, die fransen nicht mehr ganz so wie die früheren. Also wo ich noch mein Everflowering Garden, die sind ein bisschen, meine ich, empfindlicher wie jetzt die. Aber vielleicht ist es auch nur, ja. Ob so ist, weiß ich nicht. So, und dann hatte ich nochmal einen Start am 26. Mai. So, und das war wieder ein Desaster. Das kam auch in WIPGO, deswegen habe ich es gestartet, mein Epic Princess. So, und das mache ich in 3 Teile. Also ich könnte schon wieder heulen, ehrlich. So, jetzt habe ich Struggle mit dem Stoff. Den habe ich ja eigentlich schon lange im Bestand, aber ich habe das irgendwie nicht gesehen. So, vielleicht mache ich mal das nebeneinander, dass ihr das seht. Jetzt ist der Farbton von dem Stoff, das ist eigentlich ein 32 Count Murano von Zweigart, die Nummer 522, ist eigentlich die gleiche Farbnummer. So, den Stoff, den ich dann nachgekauft habe, weil ich mir gedacht habe, ich mache die 3 Teile noch, ist wesentlich, nein, wesentlich kann man nicht sagen, aber ist heller. So dass, das ist mir aber nicht einmal beim Sticken auffallen, nicht mal, wenn man so aufeinander legt, das ist auch wie der Lichteinfall und so ist, also es fällt nicht gleich auf. Es fällt, ich habe mir es dann so an die Pinnwand gepinnt, neben eben dem, was ich schon fertig habe und habe mir gedacht, dann wie ich so an, also irgendwas stimmt da nicht. So, und zeige ich es euch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so in der Kamera sehen könnt. Also das hier ist mein Neustart. Ich habe jetzt den Mittelteil gestartet mit die Schöne und das Biest. 2 Fäden über 2 Gewebefäden auf dem Murano. Niedlich, ne? Und ich bin auch schon ziemlich weit. Ich mache diese Alternativbordüre und ich lasse auch dieses Schloss weg. Also ich mache das wie bei dem vorherigen. Mache ich die Bordüre so. So. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Also das ist ein bisschen ein anderer Farbton. Und ihr seht schon, die Farben sind viel zurückhaltender auf dem Stoff. Und hier ploppen diese Weiß- und Blautöne raus, obwohl es die gleiche Farbe ist. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich gehe mal nah hin, ob man es jetzt so in der Kamera umreißen kann. Aber ihr seht schon, dass es viel leuchtender ist wie das hier. Ne? Hier. Die sieht man schon ein bisschen. Und ich bin jetzt schon ziemlich weit. Das kommt jetzt in Timeout erstmal. Also, es gibt 2 Optionen. Entweder ich mag so weiter, weil ich habe ja von dem Stoff nochmal genau diese Größe. Das heißt, dann hängt es halt in der Mitte und das rechts links. Oder es hängt ganz verteilt, dann fällt es sowieso nicht auf. Es geht natürlich so weiter, dass die Farben nicht so schön rausploppen wie hier. Also das gilt auch für die anderen Farben, nicht nur für das Weiß und Blau. Dann gibt es noch eine Option, dass ich diesen Stoff nachfärbe, ein bisschen dunkler. Also dunkler ist einfach ein bisschen besser bei diesen Sachen. Und halt dann das hier nochmal starte. Oder ich lasse es ganz sein. Es gibt 3 Optionen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal warten, weil ich bin ja Ende Juli da bei dem Treffen bei Zweigart, dass ich nehme ich die Stoffe nochmal mit, ob es vielleicht die neue Charge wieder ein bisschen dunkler ist. Man weiß es nicht. Das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen und hinhalten
dass ich dann vielleicht nochmal den Stoff kaufe in der dunkleren Charge, wenn ich Glück habe, wenn nicht. Aber ich habe jetzt hier schon so viel gestickt, das ist so ärgerlich, ich sag's euch. Diese ganzen Bordüren, aber mein Mann meinte, ist ja schön, wenn er sich immer ein bisschen interessiert dafür, ich sollte es nochmal starten dann, weil sonst ärgere ich mich dauernd. Und das Problem habe ich ja, ich habe nochmal eben 5 hier und nochmal 5. Es sind ja 3 so Riesenteile wie das hier. Ja. Schön, aber das war so aufwendig hier, das Ganze. Und ich habe 1000 Mal auftrennen müssen, diese blöde Bordüre. Oh. Was sagt ihr? Sagt mal, was ihr machen würdet. Würde mich mal interessieren, weil ihr stickt ja auch. Ihr wisst, was für ein Aufwand dahinter hängt. Ihr könnt heulen. Ne? Überall hat man mittlerweile diese, gut, wenn man färbt, ist klar, selbst maschinell, wenn man färbt, ihr seht, ist auch nicht gleich. Wahrscheinlich je nachdem, was man für einen Stoff hat, was man für Rohstoffe hat. Also auch hier, das nochmal, das davor. Man kann es wahrscheinlich nie hundertprozentig sagen, aber sagt mal, was ihr machen würdet. Es ist wirklich, man kann sich mittlerweile überall Farbunterschiede, ich meine, ich habe auch gesehen bei der, beim Kanal Frieda stickt die Tanja, die hat, meine ich, diesen Stitch Along von Modern Fork im Broidery mit Petite Treasure Braid gestickt. Und auch hier, man bestellt ja erstmal und schaut, passt der Farbton. Dann hat sie kurz drauf das eben, weil sie gesagt hat, ja, das passt, das bestellt. Und da ist auch der Farbunterschied so extrem, das ist der Wahnsinn, müsst ihr mal bei ihr schauen. Also wahrscheinlich stickt sie weiter. Und das ist ja auch wie bei mir, macht man jetzt weiter, macht man es nicht oder ärgert es einen zu euch. Und sie hat auch schon sehr viel gestickt dran. Es ist wirklich ein Struggle. Also ich kann nur empfehlen mittlerweile, wenn ihr irgendwas stickt, bestellt gleich alles für komplett aus einer Charge, weil man hat wirklich immer wieder diese Probleme. Und es ist so ärgerlich, also mich ärgert das jetzt richtig. Und auf dem alten Stoff hat es auch so schön geleuchtet, die Farben. Und auf dem zweiten, gut, da kann man jetzt sagen, vielleicht schaut es ein bisschen eleganter jetzt aus. Da wisst ihr, wie ich meine, es ist einfach ein bisschen zurückhaltender, eleganter, auch die Bordüre. Ich finde es jetzt nicht mal schlimm. Was ich schlimm finde ist, und die Bordüre muss ja auch nicht so rauspoppen, dass ich das eben eventuell, wenn ich es nebeneinander hänge, das ist das, wo ich dann ein bisschen Struggle habe. Und ja, tja. Aber so hat jeder irgendwie mal Erfahrungen damit gemacht und man macht die immer wieder. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe das auch schon ein paar Mal und jetzt habe ich es mit dem Stoff. Und ich habe auch noch mal beim Witchlet-Stoff, komme ich da heute noch mal drauf, da, wo ich meine Witches draufsticke, auch hier sind Farbunterschiede. Beim Amber, nee, nicht, Milk Chocolate ist das. Also auch die Stoffe, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet das alles da und da drauf sticken, holt euch gleich den kompletten Stoff. Also wenn ihr es nebeneinander aufhängen wollt. Also jetzt bei dem großen fällt es natürlich auf. Bei kleineren ist, weiß ich nicht, ob das so relevant ist. Aber ja, also es ist wirklich, schreibt mal wirklich, was ihr machen würdet. Würde mich interessieren. Also es ist so schwierig. Es kommt jetzt auf jeden Fall erstmal in Timeout. Belegt wurde von mir auch noch der 29. Mai. Und zwar habe ich gestartet von Clouds Factory, das Kabinett der Kuriositäten heißt es, glaube ich. So, und so weit bin ich gekommen. Also ich habe unten rechts, starte ich ja immer gern auf 32 Count, Murano Schwarz von Zweigard. 2 Fäden über 2 Gewebefäden. Diesen Rahmen, dieses Regal mache ich nur mit einem Faden über 2 Gewebefäden. Aber wie gesagt, das sieht auch toll aus. Ich habe mir überlegt, ob ich alles nur mit einem Faden mache. Aber ich möchte ja, dass diese Sachen richtig schön rausploppen. Und die Farben sind einfach leuchtender.
wenn man mit 2 über 2 stickt. Schön, ne? Aber es wird sehr groß auch. Also ich habe den Stoff schon zugeschnitten. Es wird nicht klein. Man könnte auch so kleine Kisschen draus machen, habe ich mir überlegt. Das wäre auch süß, aber ich bin ja immer der, der alles stickt, was also gleich im Großen. Ich weiß auch nicht, das ist so in mir drin. Und hier unten habe ich noch einem alten Vorhang ein neues Leben gegeben. Da kann man wunderbar seine alten Stoffe, die man sonst wegschmeißen würde, verwenden. Das nähe ich dann immer dran und dann kann man es besser in Q-Snap einspannen, weil natürlich, wenn man hier nur so, ich lasse immer so 7 cm Rand und dann ist das natürlich immer sehr schwierig und dann kann ich das einfach weiter mittig in den Q-Snap einspannen, wenn ich einfach so einen Stoff dran nähe und der ist jetzt auch ein bisschen dicker, also wenn ich das dann mal lese in einen Rahmen, dann kann ich das dran lassen. Wunderbar, ich kann es noch ein bisschen zurückschneiden, meistens lasse ich es dran. Hätte ich oben auch gleich noch was dran machen können, aber hatte ich keine Lust mehr. Ja, also der Murano 32 Count ist schon toll. Also, aber ohne Lupe und Licht wäre es wahrscheinlich schwierig. Weil Murano, das ist ja so Even Weave, das sind halt die, das Gewebe ist ganz dicht. Und man muss da wirklich gucken mit der Einstichstelle, da ist Leinen einfach ein bisschen, da sind die Löcher ein bisschen offener. Also ist wirklich Geschmackssache. Aber ich finde immer so, das Verschiedene schön. Mal sticke ich auf AIDA, mal auf Even Weave, mal auf Leinen, mal auf 40 Count, mal auf 32 Count. Ist auch schön auf 30 Count zu sticken, auf dem bedruckten Stoff. Also der Unterschied macht es einfach, ja. Und ich liebe ja Halloween Designs mittlerweile. Am Anfang habe ich ja gesagt, nee, ich sticke keine Halloween Designs. Und ich habe mir schon wieder ein neues zugelegt. Aber das können wir am Schluss auch machen. Das starte ich aber jetzt nicht. Und das wollte ich eigentlich auf den zweiten Teil von dem Stoff machen, aber das hat sehr viel Schwarz und da werde ich wahrscheinlich eher einen dunkelgrauen Stoff brauchen. Und da schaue ich, weil ich feiere zu zweit gerade Ende Juli, dass ich da dann mir was mitnehme. Ja, das liegt jetzt auf dem 29. Mai und es hat 171 mal 171 Stiche. Also es ist nicht wenig, wird so 30 mal 30 cm groß. Würde in einen guten Standardrahmen passen schon mal. So, jetzt sind wir fast am Ende des Monats und ich habe noch einen Tag belegt mit einem Neustart und zwar den 30. Mai und das ist ein Start und ein Finish. Das heißt, ich könnte es nächstes Jahr wieder neu belegen. Und zwar ist das mein Freebie von Chateau Privé und das breche ich ja runter, weil ich Kisschen draus machen möchte. Und das ist jetzt der dritte Teil. Lebe einfach, erwarte wenig, gib, was du kannst. Und das ist 36 Count Leinen von Zweigard. Ich glaube, das ist weiß antik, also der nächste Ton nach weiß. Ich glaube, die haben da, das ist, weiß nicht, wie man das sagt, antik oder... Habe ich das jetzt da? Nee. Habe ich es aufgeschrieben? Also auf jeden Fall ein bisschen abgetönter Ton. Und die Schafe sind ja eigentlich in einem Weißton. Ich habe mir noch überlegt, ob ich den Weißton ändere. Aber ganz ehrlich, sieht man auch nicht. Ich habe jetzt einfach diesen helleren Grünton genommen, der hier in diesen... Warte mal, da in der Schrift drin ist, bei dem, der hier in der Schrift verwendet wurde, weil da wird die Schrift immer ein bisschen abgewechselt, mal in dem helleren und mal in dem dunkleren. Und ich habe jetzt einfach diesen helleren Ton für die Schafe genommen, dass man sie sieht. Weil sonst... Richtig. Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich das fertig gestickt habe. Aber ich möchte ja jetzt da auch so Kisschen draus machen. Und ich habe jetzt noch eines übrig. Und ich glaube, das letzte weiß ich nicht, ob ich weglasse, weil da ist kein Spruch mehr dabei. Und ja, mal schauen. Also ich überlege es mal noch. Das erste war ja der Weg zum Glück. Dann kam
Befreie dich von Hass und Sorgen. Befreie dein Herz von Hass und Sorgen. Rückwärts lesen, ne? Und dann lebe einfach, erwarte wenig, gib, was du kannst. Ich meine, den dunkleren Farbton mit der Schrift sieht man besser, aber gut. Toll. Also da möchte ich auch dranbleiben und eben das vierte noch fertigstellen. Das fünfte werde ich wahrscheinlich weglassen. Ja, wie gesagt, da ist kein Spruch drauf. Und wenn es so vier Kisschen sind, ich denke, das reicht. Genau, das war jetzt am 30. Ja, dann haben wir soweit jetzt für dieses Jahr alle Tage belegt. Und ich blende euch nochmal den Kalender ein, dass ihr seht, wo was drauf liegt. Ich habe aber noch andere, habe ich noch Start. Wir sehen, wir gehen einfach durch. Also ich habe noch einige WIPs bearbeitet. Und ja, das gehen wir dann noch gleich miteinander durch, wenn ich euch den Übersichtskalender nochmal eingeblendet habe. Und auf jeden Fall ist er für nächstes Jahr extrem ausbaufähig noch. Gibt noch viel Platz für Neustarts. Ihr seht schon, weiter geht's mit der Madame Gentili, mit dem Frühlingskalender oder dieser Etagé. Da habe ich ja schon den Winter und den Sommer fertig und ihr seht schon, der Frühling neigt sich dem Ende zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Frühling kann man ja von diesem Jahr nicht sprechen, also das ist ja wirklich Katastrophe. Ja, umso mehr macht das gute Laune. Gestartet am 28.01.2023 und ich habe mir das ja jetzt als Fokus auch hergenommen. Ich möchte es unbedingt fertig machen und ihr seht schon, zum letzten Mal habe ich den Hasen und das hier komplett alles gestickt und ich meine auch noch diese ganzen Blumen, die halten ziemlich auf. Und ich werde, hier ist ja das I, das habe ich schon positioniert, ich werde es umcharten von Spring in Frühling. Und dann muss ich, meine ich, hier noch, weiß gar nicht, was da noch kommt. Mal gucken. Ach, da kommt nochmal ein Blumenpott und nochmal so Blümchen und nochmal Vögelchen auf einer Schaukel unten hier. Also das nochmal hier in Pink. Und daneben noch so eine Blumenvase. Und ich glaube, die kommen auch hier unten noch ein bisschen. Ja, die halten ziemlich auf. Kommt das jetzt nochmal auf der Seite? Okay, ja. Also ein, zwei Mal nehme ich es noch her und dann, oder vielleicht mache ich es sogar fertig. Aber Frühling ist natürlich ein langes Wort. Und ja, also gestickt auf 32 Count. Murano, grün. Splash, also finde ich richtig schöner Frühlingsstoff. Mit diesen Punkten gefällt mir sowieso. Also alles mit DMC, zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Da hatte ich auch ein Dye-Lock-Problem. Aber gut, man gewöhnt sich irgendwann dran so langsam mit den Fäden. Also es ist auch alles schon fertig mit Rückstich von oben. Und wenn das fertig ist, dann werde ich den Herbst in den Fokus nehmen. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht hängen, aber nächstes Jahr habe ich dann für jede Jahreszeit eines. Das gefällt mir so gut. Ne? Und ich hatte jetzt, glaube ich, ein neues rausgebracht. Ich blende es ein, wenn ich dran denke. Mit Bienen. Da will ich ein bisschen sowas machen. Vielleicht, ja, mal schauen. Sehr fein. Und es lässt sich wirklich schön sticken. Also wenn man da mal drüber ist, das ist wirklich schön zu sticken. Es hat auch nicht viele Farben, aber sie hat einfach ein Händchen dafür. Ja. Mein Mann meinte für den Frühling ein bisschen viele Hasen.
Immer diese Kommentare. Ja, gut, Frühling, Hasen, weil ich hätte noch ein Osterdesign. Also ich finde jetzt auch, der hätte vielleicht einen Hasen für irgendwas anderes austauschen können. Aber okay, jetzt haben wir halt zwei Hasen drin, ne? Also die halten immer extrem auf hier. Ja. So, und das I ist schon gesetzt. Ja, wahrscheinlich werde ich nächstes Mal das Wort schreiben, Frühling, und dann ja, einrahmen. So. Halt. Lass mir da wieder alles schön aufräumen. Weil den Herbst habe ich ja auch schon gestartet. Ich meine, da habe ich auch schon, ich mache da immer Mittelstart. Ja, das, wenn das fertig ist, und das möchte ich auf jeden Fall im Fokus lassen. Dann mit dem Aquarium Stitch Along von der Lola Crow Cross Stitch hatte ich ja ein bisschen Glück in dem Fall, weil ich fange ja immer rechts unten an und der erste Teil kam genau rechts unten. Wobei ich schon mich so hingearbeitet habe, dass ich überall starten könnte. Also das habe ich jetzt schon so ein bisschen so hingestickt, egal wo der Teil kommt, dass ich den aufgreifen kann. Das zeige ich euch mal. Also ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall ja hier diese Säule fertiggestellt, also von unten, das hat gepasst alles, und habe mir gedacht, ich gehe jetzt hier weiter, weil wenn dann ein Teil kommt, kann ich überall ansetzen. Na, also ich brauche jetzt nur noch hier das und die Säule runter, und dann, also ich kann jetzt hier alles ja befüllen. Und dann immer, wenn der Teil kommt, das habe ich jetzt hier auch gemacht, dann habe ich den Rest hier noch aufgefüllt, der gefehlt hat vom ersten, vom Rahmenteil. Und also man muss wirklich sagen, ist ja alles mit DMC gestickt. Die hat ein Händchen, mit diesen DMC-Farben so zu spielen, dass es wunderschön aussieht. Also es sind ja keine Garne mit Farbverlauf, aber sie schafft das, dass wirklich das toll aussieht. Muss man wirklich, ohne dass man meint, oh Gott, ist das viel Konfetti. Also vom Gefühl her. Wisst ihr, was ich meine? Also gestickt auf 32 Count von Zweigard Murano wieder, das Even Weave. Blau-grau ist das. Die Farbe müsste 5106 sein, die Nummer. Ja. Und den Teil habe ich jetzt eben fertigstellen können. Und der nächste Teil ist, glaube ich, auch hier in dem Feld. Also dann wahrscheinlich, vielleicht ist dann dieses Feld fertig. Das wäre cool, weil das habe ich jetzt auch noch fertiggestellt gleich hier rauf, und noch ein bisschen da oben hat was gefehlt. Also für mich ist jetzt der Bereich hier komplett fertig. Hier oben auch. Das hier ist auch unten fertig. Nur hier fehlt natürlich noch einiges bei der Möwe hier unten, ne? Also das ist noch einiges an Stickarbeit. Aber entweder ich lasse das jetzt, wenn ein Teil hier kommt, mache ich das mit fertig. Oder ich, je nachdem, das sehe ich jetzt schon. Aber wie gesagt, das hier ist ready. Und das sieht ja toll aus hier, der Helm. Und also, verrückt. Die kann das echt gut. Bin auch mit der Stoffwahl mittlerweile ganz zufrieden. Ja, ja, mal sehen. Aber wenn ich dann immer die Teile sehe, die rauskommen, dann will ich sie unbedingt sticken. Und dann irgendwie, ja, wahrscheinlich bleibe ich da dran, wie ich mich kenne. Ja, das hat 230 mal 166 Stiche insgesamt zum Schluss. Dann mein nächstes Stitch Along ist, also Märchen ist ja voll mein Ding zum Sticken. Das gefällt mir einfach. Wieder von Clouds Factory. Da habe ich doch einige Designs jetzt am Laufen. Fairy Tale Stitch Along. Da gibt es ja schon einen ersten Teil vor Jahren, und das ist jetzt das Neue. Und ich habe jetzt hier diesen Teil gestickt. Das waren die drei kleinen Schweinchen, heißt, glaube ich, das Märchen, ne? Ja, die drei kleinen Schweinchen, und es waren 1538 Stiche, also es war sehr viel durch die ganze Bordüre hier rüber, war es diesmal doch einiges.
Und ich liebe den Stoff. Also wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich diesen Stoff nehmen, auch für mein Epic Princess. Schaut mal, wie die Farben daraus leuchten. Und das ist ja 32 Count Picture, das Plus Mystic. Der kommt ja online ganz anders rüber. Und wie er gekommen ist, war ich total enttäuscht und habe mir gedacht, was sticke ich auf diesen Farbton? Das ist so Petrol, ne? Ja, die Märchen. Also mittlerweile mag ich den Stoff unheimlich. Also zwei Fäden über zwei Gewebefäden mit DMC, alles wie vorgegeben. Also richtig toll leuchten die Farben daraus. Es ist schön, einfach nur schön. Bei dem Schweinchen, also wer es auch stickt, habe ich aus Versehen hier hellblau anstatt dunkelblau gestickt, das ist die Hose. Ist mir dann später aufgefallen, da habe ich das Symbol vertauscht. Finde es aber jetzt nicht schlimm, also ich trenne das nicht mehr auf. Das ist auch dieser dunkelblaue Ton wie hier bei dem. Ja, richtig schön. Also der Stoff ist wirklich, kommt in der Kamera ganz gut rüber so. Also ich brauche mal eine Märchenwand. Ich lieb Märchen zu sticken und mir gefällt es einfach. Also ja, man sieht halt auch schneller Ergebnis. Wie jetzt mit den Ladies, die Mirabilias und so, ist halt einfach, bis es so im Gesamten fertig ist, dauert es halt einfach. So. Dann kam wieder Wipco. Also Wipco bin ich ganz gut im Zeitziel. Und das habe ich auch schon lange nicht mehr hergenommen. Es ist halt bei mir so einfarbig. Ich stick einfach gern Farbe. Das habe ich festgestellt. Dieses Einfarbige ist, ja. Aber sieht toll aus. Und zwar mein Long Dog Sampler Opening Gambit. Hab auch schon lange nicht mehr gesehen. Na, hier ist er. So. Auf 40 Count Havanna von Weeks Dye Works und gestickt, oder ich stick das mit Sulky, das ist eine Kingspule, also eine große, mit Schwarz. Und schaut mal, also die habe ich immer noch nicht verbraucht. Und ich denke, diese eine Spule langt mir locker für diesen kompletten Sampler. Also wen es interessiert, ich habe mal ein Video mit Sulky Garnen gemacht. Also auf kleinerem oder höherem Count wie 40 ist es, also ist ja 12 Weight nicht geeignet. Es gibt aber auch dünnere Sulky-Fäden. Das habe ich bei der Beate gesehen. Die stickt, ich habe mal es aufgeschrieben, jetzt weiß ich, mit einem feinen Faden 1 über 1 mit Sulky, diesen von Modern Folk Embroidery, diesen Stitch-Along. Also toll, muss ich mal ein Foto machen, wenn ich bei ihr bin, dass ich es euch mal einblende. Also da gibt es ja verschiedene Stärken. Das ist jetzt eben Cotton 12. Hier, das ist eineinhalbfache vom DMC. Also wenn man einen Faden von DMC rauszieht. Und es hat eine tolle Deckkraft. Und ich habe jetzt hier, hier weitergemacht. Also hier auf der Seite. Ich habe hier oben das noch fertiggestellt. Und das hier alles hier. Ist halt sehr, sehr viel Zählarbeit, muss man aufpassen. Und es ist auch noch sehr viel zu sticken. Es sind noch drei Seiten übrig, aber die haben es in sich. Und ich lasse mir das jetzt auch immer ein bisschen so in meiner Box liegen und mal schauen, ob ich es immer wieder mal hernehme. Und mal ein, zwei Tage dran sticke und dann wieder weglege. Noch kurz den Rückstich habe ich nicht mit Sulky hier gemacht. Das wäre viel zu dick. Da habe ich dann einfach DMC 310 genommen. Wenn ihr schaut, hier der Rückstich da, das habe ich dann alles mit einem Faden DMC gemacht, also schwarz. Aber schaut mal hier die Deckkraft, ne, bei dem Kamel, also es schaut halt kein Stoff durch. Sulky ist halt ein bisschen ein matterer Faden, das seht ihr schon, also vom Gefühl her, vom Anschauen matt. Ich finde, das passt halt hier wunderbar. Und so die Details, die hier auch immer drin sind, toll. Macht sie schon toll.
Also hier den Reiter habe ich hier komplett gestickt eben. Und hier noch, glaube ich, das musste ich auch alles hier noch fertig machen. Also das sitzt man schon, ne? Und hier, das ist ja die, ich meine, da ist dann so eine Katze mit Katzenständer. Ja, richtig schön. Aber ich merke schon, dass ich gerne Farbe sticke. Märchen, ne? Ihr wisst. Also so einfarbige Sachen. Also mir gefällt es schon gut, auch von diesen ganzen, von diesem Modern Folk Embroidery. Da habe ich ja noch gar nichts. Also gefallen tut es mir schon, aber ich, das nehme ich nicht so oft her, das weiß ich. Ach, gestartet habe ich den am 29.01.22. Also ist auch ein eher älteres Projekt. Und möchte ich jetzt auch ein bisschen voranbringen. Ja, einfach, ich habe jetzt ein bisschen so die Älteren auch mal rausgezogen, dass ich das so nach und nach jetzt mal fertig mache. Also wenn ich so mal zwischenrein einen Tag nehme und dran sticke, ja. Das nächste, was, ach, das habe ich auch genau fertig gestickt. Und zwar ist das von Nora Corbett, die Anna, diese, das, da gibt es ja ganze Serie, die möchte ich ja alle sticken. Halt, warte mal, das ist, glaube ich, mein Licht gerade. Muss ich nochmal, dann seht ihr besser. Möchte ich ja alle mal sticken. Und die Katze lasse ich weg, habe ich gesagt. Und das ist jetzt mein nächstes Projekt, wo ich noch die Perlen setze. Also diese Christmas Fairy habe ich ja jetzt gemacht und die nächste ist jetzt sie. Und da habe ich jetzt hier hinten hier alles noch gestickt. Die ist jetzt fertig vom Kreuzstich her. Ich glaube, so ist besser vom Licht. Ne? 2/2. Und das ist dieser Stoff 32 Count von Witchelt, meine ich Milk Chocolate, wo ich mir nachbestellt habe und wo der Farbton nicht ganz exakt der ist. Aber okay. Gestartet am 30.10.22. Und wenn ich jetzt mal wieder Lust habe mit Perlen, das hat jetzt auch wieder richtig Freude gemacht, diese Christmas Fairy, die Perlen zu setzen. Dann mache ich die. Es ist auch immer gut, wirklich das so immer wieder so, wenn was nachkommt, wenn nicht alles auf gleicher Ebene ist, sondern wenn man immer wieder so eine Fertigstellung hat. Und die nächste, die ich starten möchte, vielleicht im Oktober mal schauen, ist, ich meine, die Luna, ne? Heißt sie Luna. Die gefällt mir so gut mit diesem, die hat unten diese Kürbisse und ach, das ist toll. Aber ich weiß nicht, ob da habe ich jetzt noch Platz hier. Also die hätte ich ein bisschen weiter hier rüber rutschen müssen. Dann hätte ich vielleicht auf der Seite noch mal eine hingebracht. Und naja, ach, das passiert mir immer wieder. Ne? Jetzt alles, ja, Kreuzstich ist erledigt, jawohl. Weil die liegt jetzt auch schon bald 2 Jahre. Also die musste ich jetzt fertig machen. Und es ist ja oft dann gar nicht mehr viel, was man hat. Ja. Dann. Ach, genau, das war dann Wipgo nochmal. Und da war die Dana, die ist auf Instagram ein Stitch Buddy von mir seit Jahren, weil das habe ich am 25.04.22 gestartet. Stimmt das jetzt? Nee. Oder? Also im April 22, sagen wir jetzt mal. Auf 40 Count. Aussagen stehen auf dem Zettel, aber nicht welcher Stoff. Steht es hier drauf? Nee. Habe ich jetzt hier nicht stehen. Gibt es doch jetzt nicht. Nee. Ich meine, das ist 40 Count. Ich blende es euch vielleicht ein. Ich kann jetzt auch nicht mehr den, von wem das ist. Und ich habe jetzt mit dem Block hier oben gestartet. Ist ja wieder fast Full Coverage Block, ne? Also ich habe jetzt alles fertig gemacht bis zu der Rasenkante und diese zwei Wassertränken mit den Vögeln. Die habe ich alle gestickt.
Also ich möchte eigentlich den Blog noch fertigstellen. Wie gesagt, die Dana, jetzt bin ich drüber weggekommen, ist komplett schon fertig, schon lange. und ich orgel hier immer noch rum, aber es ist einfach ein riesen Design. Ihr seht ja hier Full Coverage, also bis das schon mal befüllt ist. Und ich bin immer wieder begeistert, wie diese Farben rausleuchten. Ich stick das ja mit DMC. Ich glaube, die charten es auch mit NPI Silk, was ich eigentlich nicht für nötig befinde, weil die DMC-Farben so toll aussehen. Also 40 Count mit einem DMC-Faden über zwei Gewebefäden. Und wenn ich die Farben so sehe, also die DMC-Farben, denke ich mir immer, na, das kommt doch nicht raus, dieser Ton. Aber der Stoff ist so toll. Die Farben leuchten. Hier seht ihr die Fische, wie die hier rausleuchten. Ah, das ist Wahnsinn. Das macht so Spaß, ne? Aber diese Blöcke, das ist schon nicht ohne. Ne? Also ich meine, das sind locker 10.000 Stiche. Also wenn alles befüllt ist, ein Block. Und der hier, da kommt jetzt noch ein Riesenhaus rein. Und da oben auch noch ein bisschen so. Also das ist schon... Ich lasse jetzt mal liegen, weil wie gesagt, ich möchte es ja fertig machen. Aber es sieht schon toll aus. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr hergenommen. Aber ihr seht schon, es ist noch einiges zu tun. Wenn ich den Block fertig habe, habe ich die Hälfte. Die Hälfte. Ach Gott, das wenn ich schon fertig wäre. Ja, aber so schön, ne? Aber es nimmt schon Zeit in Anspruch. Also muss man schon sagen. So, und mein letztes eigenes Stitch-Along. Also was heißt eigenes? Das haben ja auch ein paar amerikanische YouTuberinnen, die immer wieder jedes Jahr Stitch-Along machen. Und ich bin jetzt da ein bisschen später aufgesprungen und habe das einfach für mich für dieses Jahr umgesetzt. Von Jardin Privé diese Vogelhäuschen. Und da habe ich jetzt den Mai fertig gemacht hier. Also hier hängt noch der Faden, weil das für einen Rückstich ist, weil da hier der Schmetterling hier wieder fliegt oder die Biene. Und die Biene, das fliegt dann noch über den nächsten Pfosten und dann vernähe ich jetzt das nicht extra. Also das mache ich dann weiter. Also den hier. Diese zwei Pfosten habe ich gemacht mit der Raupe, dem Marienkäfer, dem Blümchen hier und hier oben noch weiter. Da bin ich jetzt dann schon in der Mitte, da kommt diese Sonne hier oben. Dieses Mal waren es auch nicht ganz so viele Stiche wie hier davor. Also das war 1156 und ich bin jetzt bei knapp 24%. Also der April hatte wesentlich mehr mit fast 1500 Stichen. Also war das wesentlich mehr gut hier die ganzen Sachen, ne? Aber schön. Auf 32 Count Murano, Vintage Country Mocha, zwei DMC-Fäden über zwei Gewebefäden. Ja. Bin noch im Zeitziel, also es wird ziemlich lang hier und schmal. So, mal schauen, ob ich dranbleibe. Ich möchte es gerne. Ja, ich denke, jetzt sind wir durch für den Mai. Also es ist jetzt tatsächlich Ende Mai. Und Wahnsinn, was ich da wirklich alles auch gestartet habe und gemacht habe. Wenn ihr im letzten Video schaut, das Mira May und Stitch Mania, das war ja der erste Teil. Da fließt allerdings auch ein bisschen der April noch mit rein. Und ja, mal schauen, was jetzt der Juni bringt. Wie gesagt, ich möchte einfach ein bisschen mehr nähen, mehr finishen. Das habe ich mir jetzt echt vorgenommen. Ja. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch vielleicht zu den Sachen für Christmas in July, was ich gern machen möchte oder starten möchte. Und dann wollte ich euch ja noch ein oder zwei Designs zeigen, die ich mir zugelegt habe, was ich auch machen möchte. Wir starten mit Christmas in July. Also was ich auf jeden Fall starten werde, ist wieder ein Ornament von meiner Dimensions Gold Collection. Das müsste jetzt dann das dritte sein, denke ich, was ich starte.
Ich habe es jetzt nicht rausgesucht. Also auf jeden Fall möchte ich da wieder eines starten. Dann möchte ich auch starten von Laila Studio diesen Holiday Quaker. Den habe ich auch schon bei mir lange liegen. Und ich denke, wenn ich den richtigen Stoff finde, dann möchte ich auch den im Juli starten. Und natürlich an meinen bestehenden Projekten arbeiten, also worauf ich halt Lust habe. Und eventuell auch hier dieses Tiny Town starten. Da kann man diese Drums draus machen. Und ich weiß nicht, wer das schon gemacht hat von euch. Also die Amerikanerinnen, die haben ja so Spulen, wo sie das hier so rumlegen um die Holzspule und es dann immer wieder austauschen. Das möchte ich eigentlich auch haben, weil ich habe ja noch andere, also Tiny Towns. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich das wahrscheinlich auf 32 count, weil die werden ja so, ich habe mir das jetzt erstmal ausgerechnet, die werden, wenn ich das auf 32 count sticke, nur 4 cm hoch. Also die kann man fast gar nicht auf höhere, weil dann sieht man ja gar nichts, ne? Das ist auch so toll. Und da bin ich jetzt eben noch am Überlegen, die haben jetzt da immer so Drums draus gemacht, seht ihr, das wäre cool. Aber einfacher wäre natürlich, man hätte so eine Spule, wo man das dann so rum macht und vielleicht mit Klettverschluss fest fixiert. Weiß nicht, hat da jemand irgendwie, also in Amerika will ich jetzt sowas nicht bestellen, ob man da irgendwie, ob es Alternative gibt. Hat jemand da vielleicht schon Ideen oder hat schon welche gemacht? Ihr könnt mal gerne auch über Instagram ein Bild schicken. Dann kann ich die Ideen auch weitergeben. Also bin ich offen dafür. Es ist auch innen oftmals bei diesen Designs so Perlenpäckchen mit dabei. Ne? Das hier sieht man jetzt hier nicht. Also die finde ich ja toll, diese Tiny Towns. Da gibt es ja ganz viele. Müsste ich halt mal mit einem starten. Ne? Ja, aber ich denke 32 Count wird es werden. Was mich hier auch immer bei so kleinen Designs auffällt, ist wirklich mir die Fäden zusammenzusuchen für sowas Kleines, was ich vielleicht in 2-3 Tagen gestickt habe. Also deswegen mache ich wahrscheinlich eher wirklich die größeren immer. Also das wäre so auch, vielleicht Christmas in July ist jetzt nicht direkt Christmas, aber hätte ich echt Lust drauf. Ja, ich muss jetzt echt bei 2 Grad mal schauen, nochmal mit den Stoffen, weil, also hier, da würde ich auch eher wegen einem dunkleren Grauton oder vielleicht so ein Blaugrau, weil wenn man die Stoffe so live sieht, ist oft schon besser. Ja, sind wir jetzt bei Christmas in July, ne? Ja, wollte ich nochmal was starten? Naja, wir sehen uns ja wieder nächstes Monat. Und dann habe ich auf Etsy gesehen, bei der Doreen Jones, ich blende es immer ein, ne? Das war so ein Täschchen. Jetzt habe ich mir diese wieder besorgt, diese Clips, diese, ne? Wo man dann diese Täschchen hier so rein näht. Also das möchte ich auch machen, unbedingt. Ich habe mir jetzt auch ein paar kleinere mitbestellt. Ich finde es so toll. Und da hat es jetzt vor ein paar Tagen nochmal ein neues Design rein, wo sie, das ist so, ich blende es ein, so dickerer Beutel. Oh, also sowas, das möchte ich eigentlich auch machen. Ist halt immer so aufwendig mit dem Endnähen, ne? Aber wäre schon toll, würde mir echt gefallen, ne? Also das würde ich gern starten, solche Sachen. Auch mal kleinere. Also ich muss mich jetzt echt für Juni, möchte ich aber kleinere Sachen starten, die ich dann auch ein bisschen so mal hin displayen kann und wo nicht unbedingt einrahmen muss, sondern wo ich einfach ja, wie sowas, was man auch dann benutzen kann, was toll aussieht, wo man eben Freude dran hat. Also das ist was Größeres. Ne? Mal schauen, bleibt spannend. Die habe ich mir zugelegt und dann habe ich eben bei The Witchy Stitcher auch 2 Designs gesehen, die mir gut gefallen. Ich blende es ein. Das ist einmal auch so ein Karneval-Vintage-Reihe. Also die fand ich ganz toll. Aber ich starte jetzt mal noch nicht. Jetzt habe ich ja das andere von Clouds Factory und dieses Apotheken-Logo. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Es würde gut zu diesen ganzen Halloween-Sachen passen. Ob ich es gleich starte, weiß ich noch nicht. Aber die 2 Sachen sind auf jeden Fall in meinem Stash gewandert. Ja.
Was habe ich so noch? Was ich mir auch noch bestellt habe, das möchte ich testen, ist für diese Mill Hill Kits diese Magnetrahmen. Das ist aber noch unterwegs, das zeige ich euch nächstes Mal. Ich blende es mal ein, was ich meine. Weil dann könnte ich es in den Q-Snap in meinen Lowry-Stand einspannen, weil ich bin einfach ein Zweihandsticker. Da hatte ich, glaube ich, auch mal eine Frage. Da hatte jemand Probleme eben dann so mit Tennisarm und was weiß ich. Das habe ich gar nicht. Also das hatte ich vorher auch, wo ich das in der Hand hatte, den Q-Snap, und so gestickt habe. Also seit dieser Lowry-Stand und seitdem der das hält, meine Sticksache, und ich nur noch so zweihändig rauf und runter stick, habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme mehr mit Armen, Händen, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Nackenprobleme. Ich stick halt einfach viel. Es ist einfach so ein tolles Hobby und ich habe so viel Freude. Ja, ich toleriere einfach meine Nackenschmerzen. Mir ist das Sticken einfach wichtiger. Also die bisschen Nackenschmerzen kann man schon mal ertragen. Aber wie gesagt, ansonsten handtechnisch habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Und dank meiner Lupenlampe sehe ich das auch alles toll. Und ja, also das ist wirklich, hat mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich das zu erleichtern. Es ist wunderbar. Also wenn es auch interessiert, ich habe ein Video mit meinem ganzen Equipment weit zurück. Ich verlinke es vielleicht unten nochmal, wen es interessiert. Also ja, es ist einfach eine Erleichterung. Das habe ich mir auch ziemlich zeitnah zugelegt, wo ich gemerkt habe, so nach einem halben Jahr, also das Sticken ist einfach voll mein Ding. Wahnsinn. Also ich hätte es nie gedacht. Ich sticke jetzt wirklich 3 Jahre mittlerweile fast schon und also ich habe immer noch so viel Freude dran und es endet nicht. Im Gegenteil, ihr seht es ja an meinen Projekten, es wird immer mehr und ja, es macht einfach so viel Freude. Ich kann es nur jedem empfehlen, es ist mein Yoga. ja. Ansonsten bin ich jetzt, glaube ich, durch. Wie gesagt, mit den Treffen habe ich euch auch gesagt, meldet euch gerne an. Es ist immer eine Freude, solche Treffen. Ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, soweit. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden neuen Follower, über jeden, der das Hobby Sticken für sich entdeckt. Es ist so toll. Und wie gesagt, geht zu Treffen. Das ist immer eine Bereicherung. Wenn ihr in der Nähe von mir wohnt, schreibt mich gerne an. Es gibt ja solche internen Treffen, die sich immer wieder mal so im kleinen Kreis treffen. Also ich bin gern dabei. Also leider bei mir jetzt direkt in der Nähe ist nichts. Ich wohne im Raum Nürnberg. Also schreibt mich gerne an, weil das ist immer eine Freude und macht Spaß, sich auszutauschen. So interessiert es ja niemanden in meiner Umgebung. Obwohl mein Mann immer wieder mal reinquakt und sagt, was er so vielleicht denkt oder was. Ist immer manchmal ganz lustig. Ja. Also auf jeden Fall schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und wir sehen uns wieder Ende Juni wahrscheinlich. Bis dahin alles Liebe. Bis bald. Herzlichst, eure Stitchy Mama. Tschüss.